Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und zwar geht es um die Brigitte Box, die noch in diesem Karton hier drin ist. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich in der Januar-Februar-Ausgabe verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, die Brigitte Box bekomme ich in der Kooperation zugeschickt. Die kostet zwischen 25 und 30 Euro pro Box, erscheint alle 2 Monate und ja, ich darf eine in diesem Video verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Monsieur schaut mich auch schon sehr erwartungsvoll an. Ich muss sagen, dass die Brigitte Box doch jetzt so ziemlich auf den letzten Drücker noch erschienen ist. Ne? Also heute haben wir den 28.01. Ich denke, dass ich morgen das Video auch schon online stellen werde. Und hier haben wir auch direkt einen Flyer drin. Augen auf, es haben nicht alle Produkte mit in die Box reingepackt. Das heißt, da befindet sich etwas daneben. Aber wir gucken uns erstmal die Box an sich an. Die ist wirklich schön. Dieses lila Design mag ich richtig gerne leiden. Das ist hübsch, mag ich, ne? Mag ich auch gerne auf den Augen, um ehrlich zu sein. Und ich bin auch gespannt, was die sich jetzt so als Motto überlegt haben. Die meisten Boxen haben jetzt ja so das Motto Self-Care und Pflege, Pflege, Pflege. In der Box hast du mindestens acht Beauty- und Lifestyle-Produkte drin. Genau, und zwei davon von den Produkten, die drin sein können, sind dann Food- und Lifestyle-Artikel. So, das lege ich jetzt eben kurz zur Seite, damit ich hier nicht so komisch rumwusel. Dann habe ich hier einen HelloFresh-Gutschein drin. Wir haben ja die Box im Abo, finde ich richtig praktisch, um ehrlich zu sein. Das sind 50 Euro, die werden dann aufgeteilt auf die ersten 3 Monate, wo du das Abo von HelloFresh, die ersten 3 Wochen, wo du das HelloFresh-Abo hast. Wir zahlen ungefähr 60 Euro pro Woche, haben dann aber auch für 2 Personen für 6 Tage was zu essen. Nur mal so am Rande. Kann ich empfehlen, uns gefällt das. Dann hat man hier noch so ein Heftchen mit dabei, wo verschiedene Gutscheincodes auch mit drin stehen. In verschiedenen Online-Shops, wo man mal vorbeischauen kann. Ich persönlich kenne hiervon tatsächlich nur Eismann. Ja, Claudia hat mal wieder Hunger, ne? Man merkt, es ist 6 Uhr abends. In einer halben Stunde gibt es Abendbrot. Ich habe Hunger. Genau. Das ist schon mal schön. So, dann stelle ich den Karton zur Seite. Den nehme ich zur Arbeit, dann können wir da Sachen mit versenden. Also Kartons werden bei mir auch immer weiterverwendet. Die kommen, die meisten. Es sei denn, die sind zu groß oder es sind zu viele oder die kommen kaputt an, dann kann ich die nicht weiterverwenden. Aber die meisten Kartons, die hier bei mir eintreffen, bekommen einen zweiten Weg auf den Weg. Genau. Wir haben ja auch immer, weil es halt vom Brigitte Magazin inspiriert ist, das Brigitte Magazin mit drin. Und das hat ja auch seinen Preis, kostet normalerweise in Deutschland 3,70 Euro. Und hier haben wir ja einfach mal so ein paar Artikel drin, dann hast du also Lifestyle-Artikel, ne? Das ist ein Lifestyle-Magazin, dann hast du hier Mode, Vorschläge, Einrichtungsideen und so weiter mit drin. Finde ich immer ganz nice. Also da blätter ich gerne mal durch. Ich habe das damals in meiner Jugendzeit gemacht, dass ich auch, da gab es noch Bravo und so bei mir zu Hause, ne? Bravo, Jam oder Jam und sowas alles, Mädchen. Und schreib mir gerne mal in die Kommentare, welche Magazine du in deinen, sagen wir mal, also so 14, 15 warst, was du da so gelesen hast. Das würde mich mal interessieren, aber ich glaube, 90% schreiben Bravo rein. genau, da habe ich immer so auch Sachen von rausgeschnitten, dann habe ich so Bilder gemacht, Collagen. Ich hatte so fette Augencollagen und Mündercollagen. Ich war da echt freaky drauf. Habe dann auch teilweise damals schon versucht, das nachzuschminken und ich habe es nie hinbekommen. Das war echt tricky. Okay. Hier ist die Box und ich rede schon 4 Minuten und habe noch nichts gezeigt. Ich bin ja großartig. Ich habe den Deckel entfernt und ja, dann rieche ich mal dran. Kommt so kein Duft raus. Ne? Das sieht auch immer sehr klassisch aus. So, da fällt schon das Heftchen raus. Wir haben ein Seidenpapier mit einem Klebi und ein Seidenschleifchen, was das Ganze zusammenhält. Und dann ist das Heftchen rausgeflogen. Dann, und noch mehr fliegt raus. Help! Dann mache ich den Klebi vorsichtig auf. Oh! Es sieht schon nach Wellness und Food hier drin aus. Da haben wir nämlich hier den Blick in die Box. Das sieht schon entsprechend aus, finde ich. Was mich aber zuallererst interessiert ist, was sich die Boxenpacker beim Packen der Box gedacht haben. Lebenslust mit der Brigitte Boxen Nummer 1. Also das finde ich schön. Lebenslust ist ein tolles Motto, was man jetzt auch nicht nur aufgrund der Winterdepressionszeit sehr gut gebrauchen kann, sondern aufgrund von der Corona-Koller-Zeit. Was bedeutet eigentlich Lebenslust? Was können wir tun, um der Lebenslust vor allem nach dem vergangenen Jahr die Tür weit aufzumachen und sie herzlich zu begrüßen?
Lebenslust bedeutet für uns die Freude am Dasein und die Lust daran, Dinge zu genießen. Es sind die kleinen Gesten, die uns zum Lächeln bringen. Es ist die Zeit mit Freunden, der Zauber des Anfangs zu Beginn eines neuen Jahres, ein schallendes Lachen, das unseren ganzen Körper durchschüttelt, und es ist Selbstliebe, der wir alle viel mehr Zeit widmen sollten. Mit Ihrem Brigitte-Box-Abo kümmern Sie sich schon fantastisch um sich. Auch in dieser Ausgabe finden Sie wieder viele überraschende Produkte aus Beauty, Food und Lifestyle, mit denen Sie sich verwöhnen können. Bleiben Sie lebenslustig und genießen Sie. Viel Spaß beim Ausbacken, Entdecken und Testen. Ihr Brigitte-Box-Team. Das ist schon mal nice, ne? Also, das ist ein schönes Motto, was mir gut gefällt. Ja, und wir haben halt auch in dieser Brigitte-Box immer, haben wir einen recht hohen Wert drin. Finde ich auch immer ganz nice. Das sind Produkte bunt durchgemixt aus den Bereichen Drogerie und High-End, sowohl High-End-Kosmetik als auch High-End-Pflege. Hier haben wir so eine Leseprobe von S.J. Bennett, okay, das Winzer-Komplott, die Queen ermittelt. Mhm. Schön, ja, diese Proben kann man wohl mal machen, ne? Nicht schlecht, Herr Specht. Ja, oh, ciao. Heute fällt mir alles weg. Wir fangen mit etwas an, was mir persönlich nicht so die meiste Lebenslust bereitet, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und zwar ist es von York OB eine Peel-Off-Maske. Da sind 100 ml drin. Ich bin kein Fan von Peel-Off-Masken. Ich habe es letztens in einem Maskenvideo auch wieder erlebt. Ich komme damit einfach nicht klar. Also meine Haut mag das nicht so gerne und ich persönlich mag es einfach auch nicht. Also ich stehe nicht so auf Schmerzen. Kann man das hier so sagen? Ich hoffe. Naja, auf jeden Fall fand ich das echt, also ich finde das nicht angenehm. Auch, also zu dieser Maske, die habe ich auch schon in mehreren Boxen drin gehabt, öfters in die Kamera gehalten, haben mir schon einige in die Kommentare geschrieben, hey, die ist gar nicht so schlimm und so, ne? Es mag alles so sein, aber ich habe dem Ganzen jetzt wirklich für mich, ich habe es gecancelt, weil, also Peel-Off-Masken an sich, weil es einfach nicht mehr funktioniert. Es tut einfach weh und ich möchte, wenn ich eine Maske mache, so meine Me-Time haben, meine Auszeit, meine Pflegeentspannung und Chillness, und da möchte ich keine Au-Sachen haben. Und ja, das ist halt eine schwarze Tube. Das sieht schön aus, das ist auch eine pflegende Geschichte, ne? Also, ja, aber nee. Also, bin ich ehrlich, muss nicht sein. Da ist auch noch so ein Pflegetuch hier mit drin, ne, dass du das zur Nachbehandlung nehmen kannst. Auf jeden Fall für ein, zwei Mal wird dieses Pflegesachet da drin halten. Aber nein, also das, nein, machst du halt auf, vor allem auf die T-Zone, weil da meistens die Leute ja Unreinheiten haben. Also sprich auf der Stirn, auf der Nase und an der Kinnpartie. Diese Partie würde ich meistens eher auslassen bei Peel-Off-Masken, weil wer hat da bitte nicht noch irgendwie feine Härchen? Müssen wir mal ehrlich zu uns selber sein. Ja, aber das hier ist jetzt nichts, was mich flasht. Ja, gut. Etwas, was mir schon Lebenslust geben könnte, ist von Valea die 7-Tage-Wellness-Kur. Das ist ausgleichend und verwöhnt für eine strahlend frische Haut. Das ist so eine Ampullenkur. Da hast du dreimal eine Feuchtigkeitsampulle drin, zweimal eine Anti-Stress-Ampulle und zweimal eine frische Ampulle. Das finde ich ganz nett. Ne? Da kannst du dann wirklich dann für eine ganze Woche dir so beautymäßig was geben. Das finde ich auch nett und das habe ich auch ehrlich gesagt noch nicht im DM entdeckt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ich das mal eine Woche machen werde. Ich plane ja auch hier ein Ampullentest-Video zu machen. Glaube aber nicht, dass das hier dann mit reinkommen wird, weil das hier wirklich dann für eine Woche, na, ich weiß noch nicht. Na, weil da teste ich ja verschiedene andere Ampullen auch. Müssen wir mal gucken. So, hier habe ich dann jetzt noch etwas zum Essen drin und das sieht sehr lecker aus. Von mit Suba Thai Chili Crispies. Inspired by Phuket, Sweet Chili Flavored. 85 Gramm sind hier enthalten und das finde ich sehr, sehr ansprechend. Ich mag auch gerne so ein kleines bisschen Schärfe, wenn ich mir so Snacks gönne. Ich mag gerne was Salziges, gerne was Süßes. Von sowas kann ich jetzt aber nicht allzu viel auf einmal essen, weil dann mein Mund sich beschwert, um das mal so zu sagen. Ich würde sagen, wir machen das mal auf, ne? Dann können wir uns mal angucken. Oh ja. Sammy ist auch direkt am Start, ich merke das wohl. Das sind so aufgepuffte Dinger. Das sieht sehr, sehr cool aus. Das gönne ich mir. Was, ist das Mais? Was habe ich denn eben vorgelesen? Weiß ich gar nicht. Angenehme Konsistenz. Das ist Jasminreis, aufgepuffter Jasminreis. Mhm. Das schmeckt aber super lecker. Das mag ich gerne, das schmeckt echt gut. Nom nom.
So, und dann habe ich etwas von Mundmaske drin. Das ist Serum Infused Eye Mask. Oh wow, 30 Milliliter, das wird super teuer sein, Leute. Das meine ich übrigens mit High-End-Pflegeprodukten. Dark Circles, Puffy Eyes, Fine Wrinkles, Dry Skin und Swelling. Dagegen soll das entsprechend wirken, also gegen Schwellungen, gegen dunkle Schatten unter den Augen und so. Und das lässt... Nach 4 bis 7 Anwendungen soll das die Elastizität erhöhen. Und nach 7 bis 12 Anwendungen sollen feine Linien um deine Augen sichtbar entspannt werden. Ausgeglichen werden. Für 8 Minuten lässt du das übrigens drauf. Du machst deine Hände und dein Gesicht sauber, dann machst du eine dünne Schicht unter deine Augen, lässt es für 8 Minuten drauf und dann wäschst du es dir runter. Ja, muss ich mal ausprobieren. Aber 30 Milliliter für ein Augenprodukt ist schon heftig, ne? Also das ist krass. Da wird man lange was von haben. Finde ich aber sehr cool. Serum Infused. Baby, baby. Gut, dann habe ich hier ein Deo. Oh, das sieht schön aus. Pflegegeheimnisse, 0% Aluminiumsalze. Pflegendes Ritual, 48 Stunden Deodorant. Leute, bitte macht euch nicht alle 48 Stunden nur Deo drunter oder wascht euch nicht nur alle 48 Stunden. Das wäre nicht gut für eure Umwelt. Kakao und Hibiskusduft hört sich echt nach mir an, ne? Das ist mit 0% Alkohol und 1/4 Pflegecreme. Das haben ja diese Dove Care Geschichten ganz gerne. Und ich würde sagen, wir schnüffeln doch mal dran, oder? Da bin ich mal gespannt. Blumig-kakaoig. Das finde ich eine interessante Kombination, wenn ich ehrlich sein darf. Das riecht aber unfassbar gut. Das riecht nach einem richtig schönen, cremigen, pudrigen, leicht schweren Parfum. Also dieses Blumige mit Süß, das mag ich ja. Ich meine, sowas mag ich ja sowieso sehr gerne, aber ich hätte nicht gedacht, dass Hibiskus mit Kakao so gut riecht. Finde ich cool. Also sobald mein aktuelles Deo, was ich in Anwendung habe, aufgebraucht ist, werde ich das hier mal in Anwendung nehmen. Das ist übrigens neu. Jedenfalls steht es hier drauf. Ja, finde ich nice, ne? Kann man wohl mal machen. Schön. So, dann kommen wir mal zu dem nächsten Produkt, was hier so quer drin liegt. Und das ist ein Produkt aus dem Bereich dekorative Kosmetik. Und ich mache das jetzt hier so, dass ich immer über den kompletten Monat sammle, was ich so in Boxen drin habe an dekorativer Kosmetik. Und zum Ende des Monats setze ich mich dann hin, gucke, was ich alles so drin hatte. Und dann mache ich da ein Full Face mit, soweit ich das halt hinbekomme. Den Rest ergänze ich dann mit den Produkten, die ich hier so in meinem Repertoire habe. Und hier haben wir einen Konturfächerpinsel von Ebeline mit drin. Das finde ich nice. Also die Form ist ja schon mal richtig spektakulär, ne? Und den holen wir mal eben kurz raus und gucken uns den an. Also Ebeline-Pinsel sind auch wirklich qualitativ nice, muss ich wirklich sagen. Das ist, ich habe auch einen Blendepinsel, ich glaube jeder hat diesen Blendepinsel. Dann habe ich auch so einen großen Fluffel von Ebeline. Ich weiß jetzt noch nicht, wo der ist. Ich glaube da. Guck mal, den hat glaube ich auch so gut wie jeder, oder? Den hatte ich mal in einem Trash-Paket. Finde ich großartig. Das ist meiner, den ich immer so habe. Da kannst du halt super mit bronzen und in der Theorie konturieren, wenn man es denn dann könnte. Ich bin da ja nicht so der Pro drin. Dann drückst du ja aber nicht so raus, da. Also. Hallo. Wer guckt auch immer etwas merkwürdig und macht komische Geräusche, wenn er sich anstrengt? Ja. Und manchmal ist es dann doch leichter, als man denkt, wenn man in die falsche Richtung gezogen hat. Okay, also das ist halt so ein irgendwie interessanter Pinsel, ne? Der sieht fancy aus. Also den kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, um Blush aufzutragen. Ich kann mir den sogar vorstellen, um Highlighter aufzutragen. Konturieren, ja, den kannst du so schön ansetzen. Bronzer könnte schwierig werden, weil da fluffel ich lieber halt, ne? Aber fancy. Der kommt auf jeden Fall in das Schminki rein. Nice. Nice, nice, nice. So, wir haben ja noch ein paar weitere Produkte drin. Oha, da werden sich jetzt wahrscheinlich auch viele drüber freuen, denn auch das ist tatsächlich ein Produkt Pflege High-End. Und zwar kommt das von der Marke Dr. Barbour Pro AHA Peeling Overnight. 15 Milliliter sind hier enthalten. Das ist halt ein Produkt, ne? Ja, AHA halt, ne? Ich habe vor sowas immer Respekt, weil meine Haut ist super sensibel. Also, da habe ich wirklich ein bisschen Respekt vor. Ich habe aktuell in Anwendung, weil ich das von der lieben Marion im Adventskalender drin hatte, von Renn,
ein Tonikum mit AHA, aber da ist halt auch ein sehr hoher Anteil an Milchsäure mit drin. Und das ist halt so ein Einstiegsprodukt für Leute, die halt nicht so die Erfahrung mit Säuren haben oder die super sensible Haut haben. Und hier habe ich halt wirklich Angst, ne? Das ist halt a blend of glycolic acid, also das ist halt, ja, pH 4.0, also es ist nicht pH-hautneutral, natürlich nicht, es ist eine Säure. Und Glykolsäure ist jetzt in der Theorie ja eigentlich auch eine gute Geschichte. Da muss ich mich noch ein bisschen mit befassen, ob das wirklich was ist, wo ich Bock drauf habe. Niacinamide sind da auch drin, was ich schön finde. Glykolsäure, wie gesagt, ja, Benzoate, okay. Fructose, Fruchtsäure ist halt bei mir auch immer so eine Sache, das ist auch immer schwierig. Ich habe da Angst vor. Muss ich sagen, muss ich gestehen, aber ne, es ist halt das gleiche wie bei einer Peel-Off-Maske. Ja, weiß ich noch nicht so genau. Also bei dem wirklich nicht. Ich hatte das Produkt auch schon mal in meinen Händen, weil ich glaube, das war in einem Adventskalender mit drin. Ich habe da wirklich Respekt vor. Ja, okay, dann habe ich hier etwas drin, was ich schön finde. Und zwar ist es ein Apfel-Maracuja-Ingwer-Shot, Rabenhorst und Mate-Essenz, 100% Bio. Ich habe es eben gesagt, wir haben 6 Uhr abends. Das heißt, ich werde mir den jetzt nicht reinpfeifen, denn Mate ist ja dafür bekannt und auch so ein Ingwer-Shot, dass es dann doch eher belebend ist und wach macht. Und ich möchte jetzt nicht, also jetzt würde ich mir zum Beispiel auch nicht unbedingt einen Kaffee trinken. Ich muss jetzt nicht nochmal wach werden, ne? Also den werde ich mir morgen früh dann wahrscheinlich gönnen zum Frühstück, beziehungsweise nachdem ich was gegessen habe. Ja, Bio-Meerfruchtsaft, 60 Milliliter und Ingwer-Shots sind gesund, ne? Das ist ja ganz nice. Und hier finde ich auch gut, dass es mit Apfel-Maracuja ist. Und auch dieses Mate, das wird das Ganze wahrscheinlich auch ein bisschen abdämpfen, dass es nicht so ultra scharf ist, ne? Ansonsten habe ich hier auf diesem Kanal auch schon sehr oft Ingwer-Shots in Boxen drin gehabt und direkt auch vernichtet. Also, ne, die knallen schon. So, dann habe ich hier von Luvos etwas drin. Das hatte ich auch schon öfters und das finde ich richtig gut. Das ist ein Hydro-Booster Zwei-Phasen-Pflegeding. Und zwar einmal eine Clean-Maske und danach ein Hydro-Booster. Die habe ich auch schon öfters verwendet. Ich finde die klasse. Luvos Heilerde ist für mich so ziemlich das, worauf ich zurückgreife, wenn ich halt so eine Mr. Fred-Familie habe. Aktuell bin ich dabei, euch einen Maskentest abzudrehen, eine Maskenwoche. Heute Abend werde ich halt auch wieder eine Maske machen und so, ne? Aber ja, Deutschland ist da schon vertreten und ich glaube, Luvos kommt ja aus Deutschland. Das heißt, das kann ich dann leider jetzt nicht akut verwenden. Genau, steht nämlich neben mir meine Box mit den verschiedenen Masken. Kommt dann irgendwann online. Ich denke Mitte Februar. Genau, und ich mag die. Also die habe ich wirklich auch schon öfters verwendet und das kommt jetzt in meine Schublade, direkt in meinem Badezimmer und nicht hier in meine Backup-Maskensammlung, weil die werde ich safe relativ schnell verwenden, weil die echt gut ist. So, wer dachte, das war schon, der irrt sich, denn ein Produkt habe ich hier noch in der Box mit drin. Und das finde ich ehrlich gesagt ganz cool, denn ich habe für 2021 noch keinen Jahresplaner für meine Handtasche. Natürlich habe ich mein Handy, natürlich habe ich auch einen großen Jahresplaner, wo ich ja auch mein YouTube immer entsprechend plane, wo ich meine Videoideen und so weiter reinschreibe. Aber für die Handtasche habe ich noch nichts. Hier haben wir von Paper Blanks, Flexis, horizontaler Wochenüberblick, so einen kleinen Planer. Das finde ich nice. Ist auch ein schönes Motiv und ich kann mir auch vorstellen, dass wir unterschiedliche Motive in den verschiedenen Boxen drin haben. Bei manchen Produkten hast du halt auch Alternativprodukte. Genau, ich entferne mal hier dieses Vieh, dann sieht man da auch besser, was drin ist. Dieses Motiv vorne drauf. Extrem schön. Ich mag das mit diesen Schmetterlingen. Ich hoffe übrigens, dass Unbox Butterfly Nicole, die bekommt ja auch die Brigitte Box, dass sie diesen hier hat, weil der ist mit Schmetterling. Das würde zu ihr passen. Fände ich cool und würde ich auf jeden Fall gönnen. Und hier hast du dann wirklich immer eine Doppelseite für die Wochen und da kann man dann schön was reinschreiben. Finde ich klasse. Doch, was ich mir zum Beispiel auch für dieses Jahr vorgenommen habe, einfach um meine persönliche Winterdepressionsphase zu überwinden und um mein Self-Goodness-Feeling anzuheben, ist, dass ich mir jeden Abend vorm Schlafengehen selber sage, für welche 3 Dinge ich an dem Tag dankbar war. Also was halt passiert ist, was Menschen gemacht haben in meinem Umfeld oder was ich halt so erlebt habe. Und da kann ich mir auch wirklich gut vorstellen, dass man so einen Planer dafür nimmt und das genau hier reinschreibt. Weil es gibt ja auch dieses Dankbarkeitstagebuch, habe ich auch schon viel von drüber gelesen. Das könnte man hier auch mitführen. Ne? Das wäre vielleicht auch so eine kleine Idee für mich selber.
was ich vielleicht jetzt auch anfange, habe ich natürlich den Januar jetzt schon durch. Das ist ein bisschen schade, aber mach so nichts dran, ne? Ist ja nicht schlimm. Da kann ich ja heute im Prinzip mit anfangen, ne? Ja. Also den finde ich schön, den mag ich leiden. Ich finde, das ist ein tolles Design und auch eine coole Geschichte in der Brigitte-Box, meiner Meinung nach. Wir haben hier ordentlich viele Produkte drin und wir haben hier auch meiner Meinung nach sehr wertige Produkte drin. Du darfst nicht vergessen, dass wir 25 bis 30 Euro für die Box bezahlen, ne? Und das ist in Relation zu dem Gesamtwert, der ja, keine Ahnung, bei 120, 130 Euro liegt, echt heftig. Also was für ein Preis-Leistungs-Verhältnis man bekommt, ist es Wahnsinn. Ich werde auch öfters gefragt, welche Box lohnt sich am meisten. Leute, das müsst ihr selber entscheiden, denn in Boxen sind immer wieder unterschiedliche Produkte drin. Das Preis-Leistungs-Verhältnis von was zahle ich für die Box in Relation zu was sind die Produkte wert, von rein faktischem Wertwert, sagt nichts darüber aus, ob ihr die Produkte auch so verwenden könnt. Ne? Dementsprechend müsst ihr euch da selber einfach mal so ein bisschen drauf einlassen, vielleicht das ein oder andere Unboxing euch anschauen und am Ende dann selber entscheiden, welche Box euch am meisten catcht. So, das dazu. Und ja, ich fand die Box cool. Kann ich hiermit so ein bisschen wieder Selbstliebe oder was war jetzt nochmal ganz genau der genaue Wortlaut? Lebenslust, ja. Ja, doch. Ne? Also ich habe hier schöne Pflegeprodukte, ich habe schöne dekorative Hilfsmittel, sage ich jetzt mal. Ich habe was Schönes zum Naschen mit dabei. Doch, ich glaube, Lebenslust kann man auf jeden Fall mit dieser Box erfahren, meiner Meinung nach. Ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!